Wow. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie schaut's denn hier aus? Das ist ja wunderschön. Gott, sind die Bäume weiß. Ja, wie ihr seht, wir haben Winter. Ha, wie als wüsstet ihr das nicht, wenn ihr das Video schaut. Das war jetzt hochintelligent. Hä, ist das krass. Schau mal, das fällt sogar. Das fällt sogar richtig darunter. Das ist Schnee, oder? Das sieht ja toll aus. Wunderschön. Wir fahren noch ein Stückchen. Ah, schön. Ah, sieht das toll aus. Wunderschön. Ja, wir haben Winter, wollte ich gerade schon wieder sagen. Wir haben einen wunderschönen Tag, glaube ich, heute. Ich hoffe, er wird schön. Was haben wir jetzt? 2 Uhr. Tolles Bild, ganz tolles Bild. Ich glaube, wir halten vorne an meinem Stamm. Ich beginne einen Videotag, oder? Platz. Ach, also an meinen Stammplatz, wo ich ein Video beginne. Heute haben wir es wieder. Normalerweise drehe ich sowas dann direkt von vorne, wenn ich mich 400 Mal verspreche, aber das lasse ich jetzt mal sein. Ich versuche jetzt mal entspannt durchzufilmen. Ja, Ich habe noch ein paar Resturlaubstage, die habe ich mir zum Jahresende gegönnt, warum auch nicht. Macht man ja so, ne? Weil es ja die schönste Zeit im Jahr ist. Ich war ja vor kurzem noch mal ordentlich krank, da hat es mich mal so richtig erwischt. Und das ist genau mein Urlaub gewesen und den habe ich mir dann wieder gut schreiben lassen. Normalerweise bin ich nicht so einer, würde ich jetzt mal vorsichtig, boah, ich mal Handschuhe ausziehen, die sind warm. Ich bin normalerweise nicht so einer. Was sagt das Tempo hier, links? 2 Grad haben wir. Oh. Gib mir den auch mal ein Päuschen. Und die Tage müssen natürlich dann auch weg, ne? Boah, ist das ein tolles Bild, schaut ihr das mal an. Wunderschön. Für so einen Wintertag, klasse. Heute Morgen war es echt zu neblig. Ich wollte eigentlich viel, viel früher losfahren. Aber da hinten sieht man es noch. Ne? Seht ihr den Nebel, der da hängt? Genau da, wo wir gerade rausgekommen sind. So war eigentlich alles. Also ich hätte gar nicht filmen können, weil das war einfach alles voll. Ja, da ist das rote Geschoss. Den kennt ihr ja, den brauche ich euch nicht mehr vorstellen. Und da ist ein schönes Paket drauf. Falls ihr das Video gesehen habt mit ein neues Spielzeug für meinen Kanal, Kamera und Co., ja, dann werdet ihr das Paket kennen. Da ist Tatsache die Kamera wieder drin. Ich habe da einen Kommentar bekommen, von wegen, ich würde auch die Kamera zurückschicken. In dem Fall war ich wieder auf den ihrer Webseite. Und ja, ich schicke die Kamera zurück. Ich bestelle mir nochmal genau die gleiche Kamera bei denen für, ich weiß nicht, waren es 32 Euro mehr. Die sah aber auch dann aus wie geleckt. Weil ich fand, also die Abnutzungsspuren haben mich dann doch ein bisschen geärgert. Vielleicht hat man es auch im Video gemerkt, dass ich so geschaut habe und dachte mir so, hey, Zustand gut, optisch aber nicht. Und deswegen schicke ich auch die Kamera zurück und das ganz große, riesige Objektiv für, was war das, 500 Schleifen, das geht auch zurück. Ich habe mit dem mal so Probe gefilmt, das ist nichts fürs Filmen. Das hat innen drin anscheinend so eine krasse, ich hätte es euch filmen müssen, dann hätte ich es euch zeigen können. Das hat innen drin, so ein Objektiv kann man ja mit Zoom meistens, ne, öfters. Und drehst du vor und dann fährt das raus. Und das hat aber so einen krassen Zoom, sage ich jetzt mal einfach, dass da innen drin 2 solche Verlängerungen rausfahren. Und ich schätze mal, das ist so eine krasse Übersetzung, dass du dann nicht wirklich zoomen konntest. Also das war alles so, das ging sehr schwer, das war sehr ruckelig, wenn du so ausgefahren hast. Das hat so ein Video so richtig so gestockt. Und hab ich gesagt, hey komm, ich schicke das Ding auch zurück, das ist nichts. Man zoomt ja in einem Video sowieso fast nicht. Ne? Man zoomt ja im Video, wenn ich zoomen will im Video, dann mache ich das beim Videoschnitt. Und so ein bisschen wäre es schon schön, hin und wieder mal Zoom zu haben. An meiner Helmkamera, vergiss es, ne? Tu mal ja nicht ausprobieren, da brauche ich keinen Zoom oder sowas. Aber wenn ich dann so in der Hand eine Kamera habe, wäre es cool, so ein kleines bisschen zoomen zu können, um einfach so ein bisschen näher rangehen zu können. Und der muss dann schon, wie sagt man, smooth funktionieren. Ja, deswegen, das bringen wir jetzt zur Post. Professionell abgespannt, wie ihr seht, ne? mein Spanngummi, heute habe ich es, ey, ne? Mein Spanngurt war zu kurz. Dann habe ich das hier mal ausprobiert. Dann habe ich schon mal irgendwo gesehen, dass du den einfach so durchziehen kannst. Das hält bombastisch. Wo willst du denn auch hin? Es geht ja eigentlich fast nur um die seitliche. Dass ich seitlich weg kann. So, jetzt fahren wir direkt mal los. Weiter, wollte ich sagen, nicht los.
Hey, ist ja richtig Verkehr hier. Also wenn so oft Autos durchfahren, ist ja ganz selten. Das ist die ausgestorbenste Straße, die ich eigentlich kenne. Ich meine, ihr kennt sie ja auch schon mehr als genug. Jetzt kommt da noch einer. Wahnsinn. Ah. So, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal nach Amberg. Da bringen wir das Paket zurück. Und dann würde ich gerne mit euch nach Weiden fahren. Da gehen wir in den Actionmarkt. Und ja, mehr verrate ich noch nicht. Mehr kann ich auch nicht verraten. Dann drehe ich, genau, zwischendrin drehe ich dann noch ein Video. Ihr seht, ich habe diese USB-Heizgriffe hier montiert. Ne? Die habe ich gerade mal schnell drüber geworfen. Weil, als ich das Video gedreht habe mit denen, war es ja noch nicht so kalt. Da haben wir doch mit der Klimaanlage getestet. Und da hat einer geschrieben, weil der Klimaanlage ist ja Bums, wir brauchen ja so und so viel Grad, um da draußen mal einen Echttest machen. Und er hat recht, das stimmt schon, das habe ich ja damals auch gedacht, aber die Klimaanlage war halt in dem Moment das Beste, was ich hatte. Und es war halt noch nicht so kalt. Und heute Morgen dachte ich mir, weißt du, wenn ich jetzt losfahre, ich schmeiße die mir schnell drüber. Die Dinger sind ja wirklich innerhalb von einer Minute drauf geklipst, die sind ja nur so geklettet. Habe sie auch schon angestöpselt, die sind aber nicht an. Und ich habe mal meine Handschuhe alle mitgenommen. Also die sind jetzt, die kennt ihr ja, ne? Das sind meine hochgelobten und möchte nicht missen Handschuhe. Von denen habe ich heute das erste Mal die Akkus geladen. Ihr seht das mal, ausnahmsweise die Ladeanzeige richtig rum drin ist und die blinken. Wenn die blinken, dann bedeutet das, die waren vor kurzem an. Dieses Blinken hat bei denen den Sinn, dass man sie im Dunkeln wiederfindet. Das ist auch witzige, coole Funktion, braucht keinen Strom. Und ja, ich habe es das erste Mal richtig rum drin, falls jetzt irgendwann mal kalt wird und ich bräuchte wirklich mal auf aktiv geschaltet. Das erste Mal aufgeladen seit eigentlich letztes Jahr Elefantentreffen. Seitdem habe ich die Akkus verkehrt rum drin gehabt und einfach immer nur mitgefahren zum Spaß. Und dann habe ich noch hier meine Sommerhandschuhe, meine dünnen bei. Und ganz, ganz dünne Stoffhandschuhe, die du eigentlich nur so beim Spazierengehen trägst. Dann habe ich noch Nitrilhandschuhe bei, weißt du, die Ärzte so drüber ziehen, weil das gilt so als Notlösung. Wenn du jetzt im Sommer unterwegs bist und es wird Abend und es ist schweinekalt, dann gilt als Notlösung, Nitril drunter zu ziehen unter deinen eigentlichen Motorradhandschuhen. Wobei eigentlich wäre es ja drüber fast sinnvoller. Oh ja, um einfach noch ein bisschen Kälteschutz zu haben. Und ja, ich wollte das unbedingt mal testen, wie gut das Ganze funktioniert. Aber das machen wir nicht in dem Video. Also das mache ich schon auf der Tour, aber nicht in dem Video. Ich mache da ein extra Video draus und verlinke das in dem Video. Weil ich denke mir, so lange wird das Film nicht dauern. Das machen wir dann auf so einen Abschnitt, wo es dann gleich langweilig wäre, weil es einfach nur geradeaus geht und ja, nichts Besonderes zu sehen wäre. Da filme ich das dann, das Stückchen. Und was macht man noch? Ach genau, ein bisschen was erzählen, ja. Ne? Momentan ist ja kurz vor Weihnachten. Wir haben ein bisschen, was fahren die denn heute alles so einen Scheiß zusammen? Ein bisschen Geschenkestress gehabt. Und zwar, ich fange noch früher an. Ne? Wir hatten Samstag und ich dachte mir, boah, auch wie jetzt so, ne? Boah, geiles Wetter. Meine Frau musste arbeiten, ich hatte also Sturmfrau. Geil. Sturmfrei, geiles Wetter. Dachte, weißt du was, machst einen schönen Ausflug im Forza. Wirklich, ne? Schön angezogen wie jetzt. Losgefahren, war auch kalt. Losgefahren und hab das echt genossen. Wir haben echt tolle Filmaufnahmen gemacht. Ich hatte auch die Kamera bei, ne? Diese Sony A7S II. Ne? Die hatte ich auch bei und haben zwischendrin so ein bisschen gefilmt. Ich überspringe mal, bis die losfahren. So, endlich. Wenn kommt ja direkt alles zusammen und direkt noch eine Ampel erwischt. War eine schöne Tour, wirklich tolles Wetter, tolle Aufnahmen. Sind dann auch nach Weiden gefahren, bisschen durch die Gegend gebummelt, waren auf einem Weihnachtsmarkt, tolle Aufnahmen gemacht, sind zu der Schwägerin gefahren. Also war echt klasse. Ich habe mich richtig gefreut, dachte mal so, super, wenn du nach Hause kommst, gemütlich duschen, dann kann ich mich mit dem Kaffee ganz gemütlich vor den Mac setzen und kann dann das Video für euch schneiden und am Sonntag habt ihr ein ganz tolles Video. Ich habe mich wirklich gefreut. Wir hatten wahrscheinlich während so auch wieder so 40, 50 Minuten gewesen und ich komme an zu Hause
gesagt, duschen, flunze mich vor den Laptop, schmeiß die Micro-SD-Karte, ich hole die immer aus der GoPro raus, auch wenn es eine Fummelei ist, schmeiß die in den Kartenleser rein, stecke einen Kartenleser in den MacBook und er schreibt mir Karte nicht lesbar. Und dachte so, was ist das denn jetzt? Rausgezogen, Karte angeschaut, ist nicht fettig, ist nicht versifft oder sowas. Kein Stress. Nochmal ausprobiert, denkst du, hä, vielleicht irgendwie ein Mac-Problem mit der Karte. Also ich den normalen PC gestartet, ne? Und der normale PC, kennt ihr das, wenn die Karte, wenn der PC sofort fragt, das Laufwerk muss formatiert werden, dann dachte ich schon so, oh oh, kein gutes Zeichen, gar kein gutes Zeichen. Ja, also Karte muss formatiert werden. Dann habe ich geschaut, super, nichts auf der Karte drauf, also ich habe dann Abbrechen gedrückt, nichts auf der Karte drauf, dann Eigenschaften geklickt und dann stand da Dateisystem RAW, habe ich noch nie gelesen, ja, jeder kennt dieses FAT-System und wie heißt das, irgendwann mit 32, gibt es dann noch dazu, ging nicht, also ich hätte wirklich formatieren müssen, dann habe ich im Internet gesucht, dann habe ich gelesen, ja, das gibt's, das ist ein Dateisystemfehler, der kann, oder war das, wenn das Dateisystem der SD-Karte zerschossen ist, das kann man dann mit irgendwelchen Tools wiederherstellen. Ich schwöre euch, ich habe bis 12 Uhr nachts versucht, irgendwie diese Videodateien zu retten. In Zukunft werde ich mir die Mühe gar nicht mehr machen, weil das war einfach vergeudete Zeit. Ich habe mich richtig geärgert, dass der ganze Samstag einfach hinüber war, deswegen, oder der ganze schöne Samstagabend. Ich habe dann ein Tool gefunden, womit man diese Dateien wiederherstellen kann und habe sie auch wiederhergestellt. Ich war dann schon richtig froh, denkst, hey, super, der hat sowieso ganz viel gefunden, was ich gar nicht gebraucht hätte auf der Karte, noch steinaltes Zeug. Mich gefreut, dann drücke ich Videowiedergabe und sehe, dass diese Dateien, also der hat dann Videos abgespielt, aber die waren dann halt ruckelig, der Ton war dann hin und wieder mal so Bildstörungen und das Format hat sich geändert. Super, die Videos sind auf jeden Fall hinüber. Zum Glück habe ich kein Geld ausgegeben für ein Wiederherstellungstool, weil das ist das Erste, was du kriegst. Du kriegst 1000 Angebote, was du zahlen kannst, für, damit du die Videodateien wieder hast. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Also, dann habe ich es endgültig formatiert und habe gesagt, gut, finito. Der Samstagabend war im Eimer, die Dateien waren im Eimer. Ich habe mich ordentlich geärgert. Und dann dachte ich, naja, dann Sonntag ist ja auch noch. Dann fährst halt Sonntag nochmal los. Aber Sonntag war bei uns so ein schlechtes Wetter. Ich hatte da gar keine Lust, weißt du, so richtig, richtig krass bewölkt, so richtig diesig, kalt wäre jetzt nicht das Problem, aber und, nee, es war auch noch, ich glaube, es hat geregelt, oder, also ja, egal, auf jeden Fall war so schlechtes Wetter, dass ich Sonntag auf gar keinen Bock hatte. Und den habe ich dann gemütlich mit meiner Frau verbracht, sind dann nochmal auf den Weihnachtsmarkt gegangen und damit war das vorbei. Montag musst du arbeiten, da hatte ich noch ein wichtiges Terminchen und ja, ab heute Urlaub für 4 Tage. Und wie ihr seht, meinen ersten Tag genieße ich mit euch zusammen. Ja, wieder Forza fahren. Wir kommen zur Kluft. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, was ich so im Winter trage. Wie gesagt, jetzt haben wir gerade 4 Grad. Ich habe so Handschuhe von, ich verlinke das Zeug immer unten rein. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Die Handschuhe habe ich jetzt im 3. oder 4. Jahr. Die Handschuhe kosten ohne Akkus, ich weiß nicht, was die momentan liegen, 120, 130 Euro. Und ich schwöre euch, wahrscheinlich reichen die euch dann schon aus, auch bei diesen Temperaturen, auf dem Moped. Weil, du kannst auch Akkus dazu kaufen und Ladegeräte, ja, das ist eher so ein USB-Ladekabel. Boah, ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich die benutzt habe. Ah, cool. Warte mal, die Jungs, mal gucken, ob die auch, ob die damit rechnen, dass ich jetzt auch so rufe. Also. Damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Wie gesagt, wahrscheinlich braucht er die ohne Akkus, das reicht es wahrscheinlich vollkommen aus. Geniale Handschuhe. Ich kann mich erinnern, dass ich mir damals gekauft habe, als ich mit dem Quad im Winter viel, viel unterwegs war. Und ich habe damals ultra viele Handschuhe ausprobiert und im Winter, wenn es geschneit hat und die wurden nass, also nicht die, dann war das richtig schlimm, dann hat das einfach nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich mir die geholt und Thema war erledigt. Dann trage ich einen Scott Overall. Der war teuer. Ich glaube, ich habe vor kurzem gesehen, dass er momentan um die 460 Euro kostet. Dieser Overall ist wasserdicht, winddicht, ein Träumchen, hat eine riesige Innentasche,
wo du auch im Winter Handy drin haben kannst und du nimmst es raus und es ist warm. Und also ich mache hier keine Werbung für das Zeug, sondern das ist alles, wer mich kennt, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe bis vor kurzem einen billigen Overall getragen und dieser billige hatte zum Beispiel das Problem, der war nicht wirklich wasserdicht. Wenn dir, sagen wir mal, du fährst mit einem Moped irgendwo durch eine Pfütze und ich spritze es hinten an den Hintern und du sitzt da drin, dann ist das Wasser mal durchgegangen oder es hat geschneit oder ihr wisst schon, was ich meine. Der war nicht wirklich wasserdicht. Deswegen habe ich mir das Ding gegönnt. Damals gab es den nicht in Deutschland. Ich habe den importiert. Jetzt habe ich gesehen, vertreibt den momentan, ich weiß es nicht, heißen die MX Moto? Ja, irgendwie so. Dazu passend von Scott riesige Boots. Die sind wirklich groß. Ich habe schon große Füße, aber diese Schuhe sind wirklich groß. Die sind so dick isoliert innen drin. Die sind der Hammer. Du kannst eine Tour machen auf dem Roller, den ganzen, also was laber ich? Wir haben das ganze Elefantentreffen mit diesen Boots vertrieben und ich hatte nicht einmal kalte Füße. Wenn ich ein Problem hatte, dann war das immer, dass ich kalte Füße während der Fahrt mit den Mopeds hatte. Ja, weiß ich, weil ist halt so, ne? Es ist halt so, vielleicht sind Füße auch nicht so durchblutet, ich habe da keine Ahnung von. Ich hatte dann schon beheizte Sohlen mal ausprobiert, aber das war alles nicht so das Wahre. Ich wollte einfach Schuhe, die richtig gut waren. Hab mir da auch noch zwischenzeitlich welche gekauft von, kriege ich auch nicht mehr zusammen, von Polaris irgendwas. Die waren günstig, 140 Euro. Die waren okay, das reicht für eine Stunde, zwei fahren, dann hast du kalte Füße. Und die wärmen sich ja nicht wirklich auf, weil du hast ja keine große Bewegung im Sitzen. Und dann war meine Entscheidung hier, ich gebe mal, ich glaube, 240, 250 Euro aus. Und die sind einfach Bombe. Die sind zwar mega groß, weil aber eigentlich Wurst ist, weil du machst ihn schon, du stehst ja nur damit. Und mit den ganzen auch laufen. Und ja, die waren auf jeden Fall ein Träumchen. So zu der Ausrüstung, ah genau. Und dann trage ich meistens unter den ganzen Sachen ein T-Shirt und eine Jogginghose oder wenn ich Bekannte besuche, eine Jeans und einen Pulli, den ich halt dann anziehen möchte, sonst nichts Besonderes. Und im Gesicht dann so einen typischen Windschutz mit so einem Wärmekragen, den kennt ihr bestimmt, so einen Neopren-Wärmekragen und dann ziehst du einfach nur so eine Haube drüber, dass halt einen Windschutz zwischen Hals und Gesicht hast, wo der Helm vielleicht was durchlässt. Bei dem Overall gar nicht so nötig, weil der schon sehr, sehr gut abschließt. Aber das habe ich noch zusätzlich an. Alles mega warm. Boah, was waren wir schon unterwegs? Also ich sag mal, minus 7 Grad hat man garantiert schon und war mit den Sachen unterwegs. Jetzt ist es relativ warm mit 4 Grad. Ich krieg davon nichts mit. Also das Ding ist, das ist wirklich perfekte Ausrüstung. Traum. Ja, die Heizgriffe, die testen wir dann gleich. Da ich will jetzt erstmal durchfahren, weil das Paket hinter mir loswerden. Wobei, es ist eine schöne Lehne, ne? Ich sitz sehr bequem. Ja. So, Geschenke. Wo war man denn jetzt dran? Geschenke. Meine Weihnachtsplanung, genau. Meine Weihnachtsplanung, Geschenke. Ich habe es eigentlich immer recht entspannt. Weil ich habe eigentlich fast nur zu beschenken meine Frau. Alles andere macht meine Frau. Also, was der Schwager, die Schwägerin bekommt und das Kleine von denen und die ist ja wieder trächtig und kriegt noch ein kleines. Das handelt eigentlich immer alles so ein bisschen meine Frau. Und ich lege da einfach nur Geld mit dabei. Aber Geschenke für die Frau, da habe ich inzwischen so eine Strategie entwickelt. Ich höre meiner Frau, wenn wir shoppen sind oder unterwegs sind oder sowas, da werde ich immer ganz hellhörig, wenn sie irgendwas in der Hand hat, was sie toll findet. Ne? Was sie toll findet, was sie gerne hätte, es aber wieder zurücklegt. Das ist irgendwas, also wirklich so, ah, das wäre aber jetzt so, ah, und ah, ich will aber schon ganz lange und das über das ganze Jahr. Das ist einfach Gold wert. Sie hat keine Ahnung, also wirklich so, sie hat vor Monaten irgendwann mal, hat sie jemanden mit einer Jacke gesehen von Nike. Da war sie ganz wild drauf, auf diese Nike-Jacke. Und ja, schau mal, mach mal ein Foto und such mal diese Nike-Jacke. Und die habe ich mir gespeichert und dachte mir, perfektes Weihnachtsgeschenk. Rechnet sie niemals mit Gold wert sowas. Ja, so ein kleines Kettchen aus Silber, ist ja schon Ewigkeiten dran am Suchen. Findet es aber nicht beim lokalen Juwelieren und sonst wo sie schon geschaut hat. Das ist Gold wert. Und so bin ich strategisch über das ganze Jahr eingestellt, dass immer, wenn ich sowas sehe, besonders wenn es Kleinscheiß ist, weil das kannst du halt trotzdem kaufen, ne? Also ich lege mich da nicht auf ein Stück fest, sondern ich sage immer so, was ist mal meine, also das hört sich jetzt böse an, aber ich weiß ja, dass ich schaue die Videos nicht. Was ist mir meine Frau wert? Ich finde so 200 Euro so Maximum. Ich habe ja auch schon teurere Sachen gekauft, aber irgendwo so ist immer 200 Euro. Unter 100 Euro will ich eigentlich nicht.
keine Ahnung, also wenn es natürlich günstig bekommst, es kostet nur 100 Euro, dann wäre es halt so. Aber so um den Dreh. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir es ganz strategisch gemacht. Da ist unser Herd mit der kaputt gegangen. Da ist das obere oder das untere Ding hat es nicht mehr erhitzt. Also du konntest eigentlich nichts mehr drin backen. Und dann braucht man einen neuen Herd und die kosten dir ein Vermögen, wenn du halbwegs was Ordentliches willst. Und du kaufst dir natürlich in meinem Alter dann irgendwann mal was Ordentliches und sagst, okay, dann ist halt mal für eine Zeit lang Ruhe. Ich hoffe, ihr seht noch was, weil ich da sehe, da sind so Sprenkler drauf. Und dann haben wir gesagt, wir schenken uns Weihnachten nichts. Ja, ich habe hier schon eine ganz kleine Kleinigkeit gekauft, aber wirklich günstig. Einfach nur, damit du halt noch diese Geste hast. Und dann haben wir gesagt, wir legen zusammen, wir kaufen uns zusammen diesen Herd- und Backofen. Das ist ja also eine Kombination, hast du ja meistens, ne, aus wie heißt das, Ceranfeld. Und wir haben jetzt ein Induktionsfeld, geniale Sache. Also wer noch kein Induktionsfeld gesehen hat, anfangs dachte ich, brauchst du nicht, normaler Herd reicht aus, vergiss das. Also jetzt, ich bin so ein Fan von diesen Induktionen, wenn man das mal hat, ist das wirklich übelst geil. So, wir überspringen mal wieder die Ampel. Vorher habe ich den Unterschied auch nicht so wahrgenommen. Mein Vater hatte zum Beispiel noch diese schwarzen Platten, diese normalen Herdplatten. Und wenn ich bei ihm was koche, das ist Wahnsinn, dann merkt man erstmal den krassen Unterschied. Es geht halt auch besonders bei Induktionen um die Geschwindigkeit, wie schnell die Pfanne oder der Topf heiß wird. Das ist wirklich brutal und das macht die größte Ersparnis auf. Wenn ich bei meinem Vater habe ich das letzte Mal, wo ich bei ihm war, Bratkartoffeln gemacht. Wenn die Platten am heiß sind, ist schon geil, ne? Aber dass dann einfach, der hat noch einen alten Herd. Ich sag mal, 6-7 Minuten würde ich schon sagen, ist realistisch, oder? Also 5 Minuten braucht mindestens, bis die Pfanne dann heiß ist, dass da mal ein bisschen was anfängt zu brutzeln. Genau, betätigen wir mal die Scheibendichtanlage, wenn hinter dir ein Mopedfahrer ist. Sowas liebe ich ja, ne? Das meiste hat das Windschild abgefangen, schau. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept geworden. wir hatten dann normale Herdplatte, normales Terranfeld. Und jetzt, wie gesagt, haben wir Induktion. Und das Induktionsfeld wird schon mega schnell heiß. Also das ist schon echt krass. So, da sind wir an der Packstation. Da werde ich jetzt mal mein Paket los. Was ist denn heute los? Das ist ja Wahnsinn. Kaufen die alle schon für Weihnachten ein? Und das war, genau, um das Thema jetzt abzuschließen, das war zum Beispiel letzten Jahres unser gemeinsames Weihnachtsgeschenk. Da hat sogar mein Vater noch ein bisschen was mit dazu gezahlt. Und damit war das Thema Weihnachten für uns geritzt. So, jetzt schnalle ich mal schnell das Paket ab und dann geht's auch schon weiter. So, weiter geht's. Oh, jetzt ist meine Lehne weg. Also, Weihnachtsgeschenke abgehakt. Ich habe alles für dieses Jahr. Ich bin bestens versorgt. Das ist perfekt, wenn man das schon alles in der Tonne hat. Und dieses Jahr, Weihnachten, gibt es bei uns eine etwas besondere Situation, könnte man sagen. Die Schwägerin, bei der wir eigentlich immer Weihnachten feiern, die feiert erst am 25. oder 26. Machen wir dann dieses Familienfeiern, ne? Dieses richtige, also die Familie von hier. Und dann habe ich gesagt, super, das freut mich, weil dann fahre ich dieses Jahr nach Köln zu meinem Papa. Heißt, ich fahre dann am 23., 22., 20., weiß nicht. Also auf jeden Fall fahre ich 2 Tage zu meinem Vater. Ich fahre früher dahin, einen Tag früher und feiere mit ihm auch dann Weihnachten schön. Da freue ich mich drauf, weil wer meinen Kanal jetzt schon eine Zeit lang kennt und die Videos alle gesehen hat, hat mitbekommen, dass mein Vater Anfang letzten Jahres ganz extrem krank war. War das letzten Jahres? Wenn die Zeit vergeht. Ja, ne? Anfang letzten Jahres war der so krank. Richtig, genau. Und stand da schon so auf der Klippe, wie man so schön sagt, auf der Schippe, auf der Kante, ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte vorher aber auch mit meinem Vater nicht mehr so großen Kontakt. Wir haben uns da so ein bisschen auseinandergelebt. Das war, ja,
da war kein Streit oder sowas, sondern einfach so von keiner Seite so eine wirkliche Bemühung, könnte man dazu sagen. Und ja, nicht kaum Kontakt, das war echt, naja, es war halt so, ne? Es hat sich so irgendwie ergeben. Ne? Da war kein so perfektes Verhältnis. Meine Mutter gibt es schon länger nicht mehr. Und ja, war auf jeden Fall, wie gesagt, mein Vater war schwer krank. Hat sich dann wieder erholt. Also ich habe ihn da, also wie soll man das erklären? Es ist so, es war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit, weil ich war sehr, sehr, sehr oft in Köln. Ich habe das Ganze eigentlich so übertrieben gesagt. Ich war das Ganze schuld, dass er halt, also ich habe ihn, wie soll man sagen, ich habe ihn ins Krankenhaus eingewiesen und bin da halt hinterher gewesen, habe mich da um die Ärzte gekümmert, habe Zeitpflege, heißt das, diese Kurzzeitpflege organisiert, mit der Krankenkasse, mit dem Krankenhaus, mit den Ärzten geredet. Ja, da ist ein bisschen was schiefgelaufen im Krankenhausseitig, haben dann sogar mit der Feuerwehr wieder rausholen lassen aus der Wohnung. Die haben sie wieder ins Krankenhaus gebracht, weil ich meine, ich wohne in Bayern, wer es nicht weiß, mein Vater wohnt in Köln. Und ja, war auf jeden Fall mega schwer, auch das teilweise dann von hier zu handeln oder mal eben schnell nach Köln zu ballern innerhalb von 5 Stunden. Und aber letzten Endes, wie gesagt, es hat sich ergeben, dass ich halt mit meinem Vater einen wunderbaren Kontakt wieder aufgebaut habe. Es ist halt wieder so ein familiäres Gefühl da, könnte man sagen. Und ich glaube, auch mein Vater genießt das sehr, weil der sehr stark alleine war. Der hatte nicht wirklich viele Ansprechpartner. Und ja, ich glaube, ihm gefällt das Ganze auch, wie es inzwischen läuft. Wir schreiben eigentlich, ja, teilweise sogar täglich, aber wir schreiben alle so 2-3 Tage. Mein Vater ist sehr fit, wir kommen mit dem Handy wunderbar klar, ist mit dem Internet ja groß geworden und ist jetzt um die 72 Jahre alt geworden. Ne? Wir haben seinen Geburtstag gefeiert und ja, es ist schön, dass der den schon erleben konnte, den Geburtstag. Und ja, Weihnachten hat es eigentlich gar nicht mehr so ergeben, weil wir haben es eigentlich immer mit der Familie, die hier wohnt, gefeiert. Und dieses Jahr habe ich dann gesagt zu meiner Frau, ich fahre nach Köln. Und ich werde meinen Vater überraschen. Und zwar in der Zeit, wo es ihm so schlecht ging, da kümmerst du dich ja als Angehöriger, als letzter Angehöriger natürlich direkt auch um so Zeugs, da gehört ja alles dazu, vom Testament, letzter Wille, alles Mögliche, du guckst so, was muss schon mal weg oder so, also es war wirklich schon schlimm und er hatte unglaublich, mein Vater hat für sein Leben gern Fotos gemacht und gefilmt, amateurmäßig, und er hatte einfach 2 Bananenkisten damals zum Beispiel voll mit Fotos, aber nicht in Alben, sondern einzeln. Ihr wisst ja, wie groß Bananenkisten voll sind. Und ich weiß damals, als er im Krankenhaus lag, kam mir dann nur die Idee, es wäre ein super tolles Geschenk für ihn, wenn ich einfach hingehe und das sind 14.000 Fotos gewesen. Diese 14.000 Fotos habe ich alle eingescannt, bearbeitet, gedreht, beschnitten, digitalisiert. Und habe ihm die gegeben. Ich habe ihm damals auch einen Laptop besorgt, dass er halt dann auch immer so irgendwas zu tun hatte in der Zeit. Habe einen digitalen Bilderrahmen, habe die ganz krass geschrumpft, die Fotos. Habe da auch alles drauf getan und so konnte er halt auch das nochmal alles sehen, weil er wäre auch damals viel zu schwach gewesen, sich das nochmal anzugucken oder so. Und das wäre einfach so in Vergessenheit alles geraten. Da waren noch Bilder bei. Seine ersten Bilder, ich weiß nicht, wann das war, 1800. 1800 ist übertrieben, ne? Die waren einfach nur auf Papier mit schwarzer, das ist ja keine Druckerfarbe oder so, sondern einfach so, ihr wisst, was ich meine, ne? Also so Papierbilder, so richtig krass alte, die optisch noch mit der Hand geschnitten wurden oder mit so einer Kringelsumrahmung. Also früher, die Fotos waren ja ganz strange und da gab es ja gar nicht viele Fotos, ne? Da hat man ja nicht so wie heutzutage mit dem Handy 100 gemacht. Zu der Zeit war ja ein Foto richtig was Besonderes. Und er hat auch selber Fotos, wie heißt das, entwickelt. Also, ja, entwickelt. Ich weiß nicht, wie man das anders sagt. Ne? Auch das hat er gemacht. Und ja, das war schon eine coole Sache. Und damals habe ich auch nochmal 2 Bananenkisten voll mit diesen kleinen Kassetten mitgenommen, die meine Camcorder tut. Die kennt ihr bestimmt. Ne? Sorry, den Namen kriege ich nicht. VCS, VHS. So kleine Kassetten sind das, mit denen man 30 oder 45 Minuten filmen kann. Die habe ich mitgenommen.
Und zu der Zeit habe ich gedacht, cool, jetzt kaufe ich mir einen Videorekorder, dann kaufe ich mir so einen Adapter, den steckst du an PC per USB, den Videorekorder steckst du wiederum an den Adapter, dann installierst du eine Software und dann drückst du einfach immer, wenn du eine Kassette einlegst, drückst du auf Aufnahme am PC und so gehst du dann alle Kassetten durch. Und ich habe nach der zweiten Kassette schon gemerkt, um Gottes Willen, das Ding belegt meinen kompletten PC, ich meine, PC braucht auch Strom ohne Ende, ne? Das Ding belegt meinen kompletten PC, du musst dabei sitzen, weil wenn du Aufnahme drückst, musst du auch immer einen Stopp drücken, sonst nimmt das Ding immer weiter auf am PC, weil das merkt er nicht, wenn der Kassettenrekorder fertig ist. Und da habe ich mir gemerkt, das wird nichts, das ist mega zeitaufwendig. Ich hatte zu der Zeit sowieso nicht so viel Zeit und dann habe ich das ganze Thema einfach in so einen Abstellschrank verfrachtet und habe das einfach so ein bisschen vergessen. Und vor kurzem habe ich beim Online-Shop Konrad was Cooles gefunden. Ich weiß nicht, was es gekostet hat, 35 €, ein kleiner schwarzer Kasten. Da werden Erinnerungen wahr, oder? Schau mal. Fetter Videorekorder. 1 Million Tasten. Ich habe das alles noch nicht benutzt. Ich habe den gekauft. Seitdem benutze ich eigentlich nur Play, Stop und Eject, damit er mir die Kassette wieder rauswirft. Da kannst du auch noch was einstellen. Genial. Ich glaube, der wird wahrscheinlich früher mal ein Vermögen gekostet haben. Allein die Fernbedienung hier mit diesem Rad. Ich weiß nicht, wie die heißen. Jockrad. Eigentlich auch noch nicht einmal benutzt bis jetzt. Aber ich finde, es sieht einfach ultra cool aus. Guck mal, wie riesig allein diese Fernbedienung ist. Und das ist das kleine Gerät, was ich meinte. Das steckt halt einfach hinten an SCART-Adapter dran. Video und Audio geht hier rein. Auf der Seite ist eine Micro-SD-Karte drin. Und Kassette rein, Play drücken, rote Taste drücken, grüne Lampe blinkt, heißt, er nimmt auf. Und Thema erledigt, laufen lassen, bis er fertig ist. Dann hört man das Gerappel, das anfängt, die Kassette zurückzuspulen. Und ja, davon habe ich schon ein bisschen was hinter mir. Das lasse ich so die ganze Zeit immer nebenbei laufen. Das hier läuft die ganze Zeit der Videorekorder. Und immer wenn es laut ist im Haus, wissen wir, aha, er ist wieder fertig, dann tun wir die nächste rein. Und das wird dieses Jahr mein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Ich weiß nicht, ob ich die Videos schneiden werde, weil irgendwo ist halt, boah, das wird echt mega Aufwand. Ich muss mal gucken, wie gut der Mac mit dem klarkommt, dass ich vielleicht noch das Anfang, früher hast du ja nicht so gefilmt wie heute, ne? Wenn du heute ja so ein Video guckst, musst du mal überlegen, ich mache ja eigentlich auch, oder sogar mit Eis. Wenn du überlegst, ich mache ja eigentlich auch noch Amateuraufnahmen, ne, wenn man so sagt. Ne? Ich mache ja keine Profiaufnahmen, sondern meine Aufnahmen sehe ich zumindest auch als Amateuraufnahmen an. So, das ist aber, das ist ja eigentlich schon relativ professionell, was ihr da seht. Oh, ist gar kein Verkehr. Also du kannst das schön durchgucken, ist ja eigentlich fast immer wie so ein kleiner Film. Früher, allein die Bildstabilisierung ist ja jenseits von Gut und Böse, wenn du das heutzutage gewohnt bist, wie schön das Bild einfach so glatt läuft. Ne? Früher, das ist ein Gewackel und ein Durcheinander. Und wenn du Aufnahme drückst, nimmt der entweder anscheinend früher oder länger auf. Also die Videos habe ich schon teilweise mir angeschaut. Das ist natürlich ein Traum für mich. Da sind halt mega viele Kindheitsvideos von mir drin. Ne? Also vielleicht werde ich noch mal ein paar Clips, irgendwie coole, witzige Sachen finden, die ich dann reinschneide in meine Videos, wo ich echt noch jung war und sogar wo meine Mutter noch gelebt hat. Also für mich natürlich auch wunderschön zu sehen. Und aber wie gesagt, ein Kuddelmuddel, ich glaube, ich werde sie nicht 100% aufbereiten können. Das kriegst du von der Zeit nicht hin. Das sind ja unglaubliche Massen an Stunden. Aber vielleicht zumindest immer die Leerphasen rausschneiden. Auf jeden Fall kannst du am PC natürlich viel, viel einfacher vor- und zurückspulen. Ne? Du machst ja nur dein Videoprogramm an, was du hast. Windows Media Player haben ja viele oder den VLC benutze ich zum Beispiel. Den kann ich jedem empfehlen. Der spielt eigentlich alles ab von vorne bis hinten und läuft sehr, sehr schnell. Das ist so mein Favorit, seitdem ich denken kann. Da kannst halt einfach mal den Balken vor- und zurückziehen und kannst halt ein Video umeinander springen. Du weißt, was ich meine. So, und das ist halt das Klasse. Dann kann er, wenn ich schenke ihm dann wahrscheinlich einen USB-Stick, habe ich mir überlegt, mache dann rote Schleife rum. Den packe ich wiederum in eine kleine Kiste, die packe ich in eine größere Kiste, sodass es noch was mehr aussieht. Sollte das eigentlich in so einem alten Bananenkarton reintun von ihm. Und ich glaube, er wird sich freuen. Er wird zwar im ersten Moment blöd gucken und wenn ich ihm sage, hey, da sind alle deine Videos drauf, du kannst dir einfach mal alles angucken, gemütlich an den Laptop, den ich ihm damals besorgt habe. Sondern der war nicht so teuer. Ich glaube, irgendwie 200 € ein Laptop. Aber er braucht halt irgendwas, was portabel war, wenn du die ganze Zeit im Krankenhaus bist. Und da kann er halt einfach mal schön gucken. Also freue ich mich schon drauf. Er schickt mir, bei den Fotos ist es zum Beispiel so, ich kriege regelmäßig, schaut er sich die Fotos an. Du kannst sie ja nicht auf einmal durchschauen. Ne? Das habe ich selber noch nicht geschafft. Regelmäßig schaut er sich Fotos an und schickt mir die dann per WhatsApp. Also
es ist, finde ich süß. Ne? Es ist halt für mich, regelmäßig kriege ich halt Bilder von mir selber oder so. Und ja, schau mal, da warst dies, das und hast jedes gemacht. Und es ist einfach toll. Und weil ich merke, dass ihm das so gefällt, denke ich mir, die Videos sind auch toll. Und ich glaube, er hat auch gar keinen Videorekorder mehr. Und so kommt das ganze Zeug mal weg. Er kann die alle mal wieder angucken, alle durchschauen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Und darüber würde er sich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, das ist so mein Hobby nebenbei, ständige Videos umzuspielen. Wie gesagt, vielleicht bearbeite ich es noch, aber ich kriege das wahrscheinlich von der Zeit noch nicht hin. Das ist echt, das sind ja riesige Videomassen, die da zusammenkommen. Ja, und das ist so meine Weihnachtsfahrt. Ach genau, und ich fahre ja früher nach Köln und ich werde ihm nichts davon erzählen, weil ich weiß, dass er zu Hause ist. Und dann werde ich zu Hause schon mal, also hier in Bayern, habe ich mir überlegt, er hat, also wir haben früher zum Beispiel immer, wie heißt das, Gans oder Ente? Gans, ne? Gans, die großen Vögel. Oh Gott, wie peinlich. Früher haben wir mal Gans gemacht. Oder gemacht bekommen von einer Nachbarin, die sehr, sehr gut kochen konnte, mit selbstgemachten, handgemachten Knödeln und eine geile Soße dabei, dann dieses Sauerkraut, wollte ich schon sagen, dieses Blaukraut. Und ich glaube, das bereite ich alles vor in Bayern und mache das mal, eine Gans braucht er, glaube ich, relativ lang. Und überrasche ihn damit. Das ist ja, was willst du jemand Älterem schenken, ne? Also, ich weiß jetzt so, hoffentlich fühlt sich jetzt keiner angegriffen, aber es geht ja, ich weiß ja schon, dass es meiner Frau bei mir jetzt schon so geht, weil ich einfach alles habe. Und wenn ich mir was wünsche, ihr kennt das, ne? Wenn du was für 20, 30 Euro haben willst, dann kaufst du das Ding eigentlich, weil in einem höheren Alter, da hast du eigentlich meistens die Kohle auf Seite. Und bei meinem Vater wüsste ich nicht, was soll ich dir denn schenken? Parfüm, Socken und was zum, oh, da vorne sind Schafe. Irgendwas zum Anziehen, braucht er nicht. Braucht er nicht, der hat wirklich alles. Und das ist einfach so, das Besuchen kommen, das Dabeisein, dieses Familiengefühl. Ach, lass mich raten, das sind doch die Schafe, die wir letztens schon gesehen haben auf der Feierabendrunde, ne? Die sind bestimmt umgezogen. Ja, ich glaube, dass dieses Familiengefühl und dieses Zusammensein und sowas, dass das einfach viel schöner für ihn ist. Dass das einfach eine tolle Überraschung ist, weil er wahrscheinlich überhaupt nicht damit rechnet, dass sein Sohn ihn zu Weihnachten besuchen kommt. Servus, Leute. Alle schauen bis auf das, was noch frisst. Schön. Gott, voll der Haufen. Ja, freue ich mich, ihm das zu übergeben. Das wird klasse. Sonst habe ich eigentlich nicht viel vor. Wie gesagt, ich fahre nach Köln, fahre ihn besuchen. Wir werden da ein paar schöne Tage verbringen. Also ich mit ihm. Und meine Frau bleibt zu Hause. Sie überlegt es noch, aber sie macht, glaube ich, mit ihrer Mutter was. Und dann sind wir halt zusammen bei ihrer Schwester und machen das große familiäre Weihnachten hier. Oh, ist das hübsch. Ich weiß, viele können das nicht fühlen, bei den Temperaturen auf dem Zweirad unterwegs zu sein. Man muss halt ein bisschen vorsichtiger fahren und ein bisschen mehr auf den Boden achten, wie es ausschaut. Aber so landschaftlich und schön. Macht richtig Spaß. Gefällt mir. Wie gesagt, wir fahren jetzt mal Richtung Weiden. Da möchte ich einmal in den sogenannten Action-Markt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist so ein Markt, wer ihn nicht kennt, ich blinke immer noch, wie der Teddy, könnte man sagen. Hey, wobei der Teddy hat sehr viel kruscht, ne? Der Teddy hat schon sehr viel kruscht. Der Action ist halt so, der hat einfach von allem irgendwas, ne? Von dem kriegst du halt Schreibwaren, genauso wie, gut, Klamotten hat er überhaupt, doch, Klamotten hat er auch, vergiss es, Klamotten hat er auch, ja, und Nahrung und Elektrogeräte und, ja, der hat schon einiges da, genau. Richtig, genau, der hat schon einiges da. Da wollte ich eigentlich jetzt hinfahren, weil meine Frau wünscht sich eine Powerbank. Und zwar, sie hat ein iPhone. Ich weiß, also ich habe einen Samsung, das hat aber einfach damit zu tun, weil ich einfach mal eben schnell Videos runterladen möchte und Fotos. Oder Samsung ist halt viel einfacher von der Kompatibilität. Also für einen Creator ist ein Android-System einfach viel einfacher zu handeln, da Dateien hoch und runter zu kriegen. Und meine Frau liebt ihr iPhone und die hat das mit diesem Magnet hinten dran. Mac Share Safe
Charge, MagSafe, Charge, Make, Charge, wo du kabellos laden kannst. Und sie benutzt immer meine Powerbanks und sie hat irgendwo mal gehört, dass man da kabellos auch kabellose Powerbanks gibt. Und dann fiel mir ein, ha, die harte Action und ich weiß, die kostet nur 15 Euro. Und warum sollte ich da mehr ausgeben? Der Action hat wirklich, man muss natürlich, man sieht es ja auch optisch, ne? Man muss natürlich, es ist logisch, dass du da jetzt nicht die Qualität bekommst, als würde da Sony draufstehen. Aber wenn man aufpasst und sich ein bisschen was überlegt bei der Sache und ein bisschen mit offenen Augen kauft, kann man da wirklich Geld sparen bei dem Markt. Die USB-Kabel, sage ich immer, ne? Die kosten da 2-3 Euro. Und da stehen auch die Spezifikationen drauf, was die Kabel können. Oh, der Himmel sieht da klasse aus. Da steht auch drauf, dass das Kabel nur 5 Volt 1 Ampere zum Beispiel kann. Als Beispiel, ne? Also da kannst du dir schon richtig Kohle sparen. Und von der Qualität muss ich sagen, sind die nicht viel schlechter wie Markenkabel. Im Gegenteil, die können sogar länger halten, wie ich jetzt selber feststellen musste. Ja, also wie gesagt, wir fahren jetzt mal gemischt nach Weiden. Da vorne kommt dann die langweilige Straße. Da müsste ich mal, vielleicht machen wir da den Handschuhtest. Ja, ich glaube, da hinten mache ich den Handschuhtest mit unseren Heizgriffen. Sagt, die sind jetzt nicht an. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt spüren würde durch die. Weil die sind schon, ihr seht ja, wie dick die Finger sind. Die sind auch innenseitig, also sie sind sogar zwischen den Fingern dick isoliert. Da kriegst du von den Temperaturen überhaupt nichts mit. Wobei, was sind denn schon 3 Grad? 3 Grad sind ja nichts. Kannst ja fast mit kurzer Unterhose fahren. Schön. Ja, schöner Ausflug. Boah, wir haben schon 3 Uhr gleich. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Für ein bisschen durch die Gegend fahren und labern. Ah, schön. Mal schauen, ob wir heute zumindest einen Mopedfahrer begegnen. Zumindest einen. Von mir ist auch ein Quad. Ein Quad lasse ich auch noch gelten. Letztes Mal, wo wir gefahren sind zusammen, die Aufnahmen, die kaputt waren, sind wir auch einem Quad begegnet. Zumindest das. Das lasse ich auch noch gelten. Zumindest ist irgendeiner, der ein bisschen was genießt. Wobei das Quad weiß nicht, ob derjenige vielleicht ein Förster ist, der im Wald umeinander eiert. So, genau, da vorne kommt dann ein langweiliges Stück. Das überspringen wir jetzt einfach mal und dann sehen wir uns gleich in Weiden wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe meinen Heizgrifftest schon fast beendet. Ich sage, das könnt ihr dann auch noch angucken, wenn ihr wollt. Ihr seht, ich habe Lederhandschuhe an und die Heizgriffe sind auf Stufe Rot. Krass, das hätte ich nicht erwartet, dass das so gut funktioniert, im Ernst. So, da haben wir wieder einen tollen Parkplatz. Geil. Ich liebe es, hier zu parken, weil bei diesen Action-Märkten, das wird bei euch auch so sein, seht ihr diese Schilder da? Da steht drin, du musst eine Parkscheibe reinlegen und dann darfst du nur so und so lange stehen. Das gilt auch für Rollerfahrer. Das gilt auch für Rollerfahrer. Du müsstest jetzt eigentlich hier irgendwo eine Parkscheibe dran machen, also wenn du da parkst, ne? Du müsstest irgendwo eine Parkscheibe dran machen und ja, das machst du mal, ohne dass die wegfliegt oder sowas, müsstest du irgendwo eine hinkleben. Das gilt auf den Parkplätzen genauso. Und weil ich keinen Bock auf ein Knöllchen habe, parke ich eigentlich immer hier vorne an der Straße, weil das ist normale öffentliche Straße. Ich habe auch schon mal ein Knöllchen bei sowas kassiert. So, der Roller ist aus. Ja, da gehen wir jetzt mal gemütlich rein. Ich werde mir das Zeugs holen, was ich brauche und hoffentlich nicht zu viel anderen Kram. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gerne, gerne. Das war jetzt cool. Ich habe noch meinen Notstart dabei, weil mein Nachbar hat ein Problem gehabt, sein Auto anzuhaben. Und hatte meinen Notstart dabei. Und den habe ich eigentlich nur in den Forza unten reingeworfen. Ich habe einfach reingeworfen und jetzt kam ich aus dem Action raus. Und habe schon gesehen, da stehen zwei mit einem Überbrückungskabel. Und ich habe es immer so klickern gehört. Kennt ihr das, wenn die Autos, wenn das Relais so klickert? So, wenn nicht genug Strom ist auf dem, weil der rote, der war der Akku leer. Und dann dachte ich, ach, du gehst jetzt hin mit deinem Lithium-Ionen-Notstarter und machst mal schnell das Auto an. Und das ging natürlich auch. So, ich zeige euch meine Ausbeute. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht kaufen. Das ist so, hier, ein ganz cooler Tipp. Kostet 5 Euro. Das macht man sich vorne an den Monitor dran, wenn du abends vom PC sitzt. Ich habe sowas schon.
an meinen Privatcomputer und an meinen Bürorechner wollte ich auch sowas unbedingt haben, aber vom Privatcomputer hat es 15 Euro gekostet, kostet bei den 5 Euro, kannst die Helligkeit einstellen, kannst die Farbtemperatur eingeben, das ist super angenehm für die Augen, du bist es irgendwann so gewohnt, du setzt dich vom PC und merkst, oh, die Lampe ist nicht an, du, also wirklich eine Sache, die ich echt vermisse. Und für einen Fünfer wird einfach USB angeschlossen. Genial, finde ich total super. Ich weiß nicht, wie diese Dinger sich nennen. Bildschirmlampe. Für einen Fünfer, geil. Gut, Energy Drink muss ich niemandem erzählen. Kostet mal den 28 Cent. Hier so war so ein Mr. Tom-Klon für 40 Cent. Dann habe ich Geschenke gekauft. Schau mal das hier. Das sind hochwertige Filzstifte. Beidseitig, also mit dünn und dick. Kostet 15 Euro, das Riesenpack hier mit 60 Markern. Und das Coole ist, es ist so ein Klicksystem. Da kannst du jetzt zum Beispiel hier die Erweiterungsbox holen mit anderen Farben oder zusätzlichen Farben und klickst die aufeinander, weil... Ich habe was ganz Cooles bekommen. Die verkaufen momentan Lizenzmalbücher. Hier, Avengers, das ist ja lizenziert von Marvel. Man kennt ja jeder. Richtig coole, also kein so ein Kinderfüllefond, sondern was richtig Cooles. Ich glaube, da werden sie sich echt freuen. Das ist cool. Und das gibt es dann auch noch hier für die Mädels von, wie heißt das? Frozen, genau. Mit solchen Motiven, ich glaube, ich darf die gar nicht zeigen oder so, was da lizenziert ist. Ja gut, die kosten, die haben 1,60 Euro, glaube ich, gekostet. Glitzerstifte und dann hier das Ganze noch in Metallic. Echt genial. Das hat sich mal wieder voll gelohnt bei denen. Da findest du immer irgendwas. Achso, die Powerbank habe ich jetzt schon angeschlossen zum Laden. Dass die schon voll ist, dann kann ich nämlich gleich zu Hause direkt verstecken. Also machen wir mal einen super Einkauf. So. Wir wollten jetzt testen mit den normalen Handschuhen. Ich bin schon fertig angepackt. Wo habe ich denn jetzt drin gestanden? Ja, lecker. Ja, und jetzt geht es schon wieder Richtung nach Hause. Dann muss ich Mittagessen kochen. Jetzt fahren wir los mit meinen warmen Handschuhen. Den machen wir schon mal an, dass ich schon mal warm laufen kann. Mit meinen warmen Handschuhen und zusätzlich unserer geilen Griffheizung. Die stellen wir jetzt mal auf Rot. So, da geben wir jetzt mal richtig Bums. Da ist zu. Jetzt muss ich vorne nochmal meinen Reißverschluss zumachen. Und den hier auch. Den Overall habe ich euch noch nie einzeln gezeigt, ne? Das wollte ich eigentlich unbedingt noch machen. Für Leute, die vielleicht auch bei den Temperaturen unterwegs sein wollen. Was haben wir jetzt? 7 Grad ist noch wärmer geworden. Mein Gott, jetzt kann ich mir fast ausziehen. Schön. Schön. Also er hat Heizgriffe. Wären jetzt eigentlich mit den Handschuhen total überflüssig. Ich vermute, ich werde damit schwitzen. Aber ich müsste einfach noch zusätzlich ausprobieren, wie sich das anfühlt. So, drauf auf den Hobel und ab geht's. Ah, Fahrstuhl vor uns. Ah, ist das schön. Schade, dass es sich ein bisschen zugezogen hat. Ne? Ich hatte die Hoffnung, aber es war schon angekündigt. Ich hatte die Hoffnung, dass es schöner bleibt heute. So einfach, dass der Wetterbericht sich einfach mal ins Positive irren kann. Das wäre jetzt schön. Ja, da hätte ich jetzt Lust drauf gehabt. So. Aber egal. Ah, wobei, das ist noch nicht so wolkig hier. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Also klar, direkt nach dem Anmachen merke ich nichts von den Heizgriffen. Dafür sind die einfach zu sehr isoliert. Ich bin mal gespannt jetzt während der Fahrt. Wir fahren jetzt gleich ein ganz langes, gerades Stück. Mal schauen, wie warm es dann ist und wie es anfühlt, ob es einfach angenehm ist. Oh, das sieht ja toll aus da drüben, oder? Ja, gerade als ich das Fahrschulauto gesehen habe, fiel mir ein, ich habe jetzt noch eine Theoriestunde, die ich machen muss. Und dann kann ich eigentlich zur Theorieprüfung gehen. Ja, dann haben wir das Thema eigentlich schon hinter uns. Voll cool. Und wenn ich die dann fertig habe, dann heißt es ab März, geht's los. Dann werden wir wahrscheinlich so, ja, mache ich dann Fahrschuh-Special. Ich muss dann mal den Fahrlehrer dann fragen, wie es aussieht. Also ich glaube nicht, dass es ihn stört, dass ich filme. Die Frage wäre, du kriegst ja von der Fahrschule, kriegst du so eine Gegensprechanlage. Und den B196 habe ich auch mit denen gemacht. Und den habe ich bekommen, da habe ich so Kopfhörer im Helm gehabt, ich habe nur ihn sprechen gehört. Ich konnte nicht antworten, ich konnte immer nur nicken und, weißt du, da konnte ich nicht gegensprechen.
Und er hat mir aber gesagt, der andere, also der Theorielehrer hat mir gesagt, die haben auch Geräte, wo man gegensprechen kann. Und da muss man mal gucken, ob das okay wäre. Also mal schauen. Dann, oder ich darf dann nicht labern. Lass uns einfach überraschen. Das dauert eine Zeit, dann müssen wir zusammen fahren. Aber was richtig cool ist, was er mir erzählt hat, jetzt wird aber warm hier. Was er mir erzählt hat, der Theorielehrer, der fährt ja auch Motorrad, logischerweise. Und die machen es gerne so, dass sie halt zu zweit mit dem Motorrad fahren. Also dass der Schüler und der Lehrer mit dem Motorrad unterwegs sind. Und das ist ja richtig geil. Also das würde ich echt feiern, wenn der auch Bock drauf hätte, Motorrad zu fahren. Weiß nicht, ob der jetzt so hart ist und März auch schon fährt, ne? Aber das wäre schon cool, wenn du kannst dir natürlich auch von so einem dann viel mehr abgucken, ne? Wenn du dann schon einen Erfahrenen vor dir hast und der zeigt dir dann, keine Ahnung, irgendwas Spezielles halt, was du halt noch nicht weißt. Aber halt, keine Ahnung, wie du perfekt die Kurven nehmen kannst oder mit welcher Geschwindigkeit oder wo es, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Mir fällt jetzt nicht ein, was ich jetzt nicht weiß, aber irgendwie würde es, glaube ich, mehr fühlen, wenn mein Fahrlehrer auch auf dem Moped sitzen würde und würde einfach mitfahren, als dann hinter mir im Auto und würde Musik hören, im Warmen sitzen und mit mir quatschen. So, ich hätte, glaube ich, mehr Bock drauf. Aber es kommt auch vom Fahrlehrer drauf an. Der Fahrlehrer, den ich dann hoffentlich habe, den kenne ich schon vom letzten Mal und das ist ein begeisterter Motorradfahrer. Also, mal überraschen lassen. Ich bin schon gespannt darauf. Ich freue mich auch mega. Habe ich schon gesagt, die fahren Yamaha MT. Genau, Yamaha MT. Ich weiß nicht, wie die großen von denen heißen. Aber das sind die Fahrschulmaschinen da. Ich hoffe, dass die größeren Yamaha MTs auch wirklich größer von den Abmessungen sind, weil die kleine 125 davon, die war für mich echt ein Krampf. Auf der saß ich wirklich wie am Schleifstuhl. Schleifstein. Geil. Green Lady. Wie der wohl von vorne ausschaut. Schaffen wir das noch? Na, vorne ist nichts Besonderes. Ja, cool, wenn LKWs so schön bemalt sind. Weil ja die Frage, warum ist die Lady grün? Hat die sich so lange nicht mehr gewaschen? Oder die Frau des Waldes? Ja, ganz schön Verkehr. Schade. Ich hätte heute gerne noch schönere Aufnahmen gehabt, aber so richtig toll gibt's nichts zu sehen. Und ich wüsste auch nicht, wo wir jetzt vorbeifahren können. Weißt du, beim letzten Mal, da hatte ich halt auch die Kamera bei, die unsere neue für Elefantentreffen und Co. Und die werde ich wahrscheinlich dann beim Mopedfahren wahrscheinlich immer mitnehmen. Ach, jetzt weiß ich, warum sie oben so zieht. Ich habe meine Reißverschlüsse noch offen. Und habe mit der noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Die kann ich ja jetzt mal so einfach ein bisschen einblenden. Hat nämlich links und rechts am Schulterbereich hat der so Reißverschlüsse, die kannst du aufmachen zur Belüftung, wenn es zu warm ist. Und die habe ich jetzt in Action aufgehabt, damit es nicht zu warm wird da drin. Und ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, was denn so zieht. Ja, die waren einfach noch offen. Also die Aufnahmen sind, glaube ich, schön geworden. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Das werde ich jetzt beim Video editieren sehen. Bin schon gespannt, wenn jetzt die neue Kamera ankommt, also die neue gebrauchte, die ich jetzt wieder bestellt habe, bin ich schon gespannt, wie die außen aussieht und das Objektiv, was ich mitbestellt habe. Ich müsste jetzt von den Maßen lügen, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich wollte aber ein Objektiv haben, was ich sowieso haben möchte, ist ein Fischei, aber eins, was halt einfach mehr aufnimmt. Das Punktuelle bringt uns nichts. Überlegt mal, so, ich weiß nicht, boah, stinkt's hier. Die GoPro, weiß ich nicht, wie viel Grad die aufnimmt, aber die GoPro nimmt ja einen Wahnsinnsweitwinkel auf. Ich glaube, man sieht meine Hand jetzt, dabei ist die schon sehr weit unten. Wisst ihr, was ich meine? Die nimmt halt einen großen Weitwinkel auf und ich brauche es nicht, wenn die Kamera so weit weg ist. Mir fällt das nicht ein, also wie das heißt. Das hat auf jeden Fall mit den Millimeterzahlen zu tun am Anfang.
Ja, also da habe ich mir ein Objektiv bestellt. Worauf ich noch richtig Lust hätte, wäre ein Objektiv mit Fischei. Ne, das gibt dann diese, was Action-Cans auch oft haben, diesen krassen Wölbungseffekt. Aber du nimmst auch mega viel auf. Darauf hätte ich auch echt Lust drauf. Vielleicht ergibt sich mal, dass ich so günstig auch noch an eins rankomme. Heute ist echt der Wurm drin. So, also meine Hände sind definitiv warm. Viel zu warm. Wie als würde ich ein Ofenrohr anpacken. Krass. Ja, also die Heizgriffe sind echt. Ich empfehle euch die mit bestem Gewissen weiter. Genial. Was kommt denn da für ein LKW? Krass geil. Die kannst du halt auch. Was habe ich vorhin einen Fahrradfahrer gesehen? Du kannst halt theoretisch eine Powerbank nehmen und Fahrrad fahren mit dem. Ne? Kriegst auch keine kalten Hände. Oder wie ich es gemacht habe, Schnee mit Schaufeln. Genial, ich finde es super. Ich wollte ja zum Spaß auch noch irgendwie ausprobieren, so als Warmhalte, so irgendwie so eine Plastikschüssel nehmen und die oben und unten ankleben, so als Aufwärmbox oder Warmhaltebox. Mit den Dingern kannst du halt alles anstellen. Ne? Theoretisch kannst du die in die Socken stecken. Für jeder Seite eine. Ach, schön. Ja, war doch eine schöne Ausfahrt, ne? War irgendwie trotzdem schön. Jetzt kommt schon wieder 80. Hier blitzen sie leider auch recht oft, also müssen wir uns ein bisschen dran halten. ich würde das Video hier beenden, wisst ihr? Das ist so. Das ist jetzt genug. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Das macht keinen Spaß mehr zu filmen. Und ich glaube, für euch war es ganz schön. War vielleicht auch interessant, unterhaltsam. Und haben wir nochmal einen Vogel zum Ende des Videos. Ah, schön. Ach Gott. Ja, zu Weihnachten oder vor Weihnachten kommt auf jeden Fall noch eins. Oder zu Weihnachten kommt noch eins von mir. Und dann wird es ein bisschen ruhiger, weil dann sind die Feiertage. Mal schauen, was ich jetzt alles noch filmen kann. Ich hoffe, die sehen mich alle. Ah, das ist immer so, ich finde es ultra gefährlich, zu der Jahreszeit Moped zu fahren, weil die Leute rechnen nicht mehr. Die sind dann schon fast das Bild nicht mehr gewohnt von Motorradfahrern. Da muss man mal voll ein Auge drauf haben. Also, ich wollte mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir bitte ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, auch wenn ich nicht direkt antworte. Ich schwöre euch, ich lese alle Kommentare. Ich antworte meist nicht direkt, weil, ja, das kostet unglaublich viel Zeit. Manchmal antworte ich ein paar Tage später noch drauf. Genau das gleiche mit den E-Mails. Viele werden es kennen, dass ich mal auf einmal nach 2-3 Wochen zurückschreibe. Ich habe es aber vorher schon gelesen. Oft reagiere ich auch in den Videos drauf. Ja, bis zum nächsten Mal kann ich euch wünschen. Macht euch eine schöne Zeit. Jetzt kommt die schönste Zeit im Jahr, wo mit Familie und zusammen kuscheln und jetzt gleich so ein warmer Kakao. Das wäre es eigentlich, oder? Ja, ein schöner warmer Kakao. Oh ja. Und dann muss er noch kochen, weil meine Frau kommt in einer Stunde nach Hause. das genießt die am meisten, wenn sie arbeiten muss und ich habe Urlaub, dass ich eigentlich jeden Tag koche, weil es so eine Leidenschaft. Aber ich esse halt gerne und kochen tue ich auch gerne. Leidenschaft wäre jetzt übertrieben, aber da freue ich mich drauf. Ja, sie jeden Tag so ein bisschen zu beglücken damit. Das macht mir Spaß. Das gefällt mir. Gestern habe ich es genauso gemacht, aber es war nur Tomate, Mozzarella und ein, ich weiß nicht, überbackenes Brot. Aber sie mag sowas sehr gerne. So, also ich habe mich verabschiedet, ne? Gehen wir nochmal richtig Gas hier. Geht's leider bergauf. Also, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.